so ein Pendel nennt man ein mathematisches Pendel. Ein mathematisches Pendel ist ein Punktpendel mit einer Masse unten. Das heißt mathematisches Pendel, während mathematisches Pendel wären. Während das andere Pendel ist ein Körperpendel. Wenn ich also wirklich einen Körper da drüber hängen habe, dann heißt es physikalisches Pendel. Physikalisch. Und im physikalischen Pendel ist es natürlich so, dass infolge des Stoßes treten Stoßreaktionen auf. Irgendwie. Im Auflager Stoßreaktionen auf. Und das war der Auflagerpunkt A. Das war das S. Wenn wir also diese Stoßreaktionen ausrechnen wollen im Auflager, dann müssen wir das ganze Pendel freischneiden. Und den Körper jetzt natürlich sozusagen mit drei Freiheitsgraden versehen. Ich schneide das Pendel so heraus. Bringe im Gelenk die Auflager an, und zwar sind das die Kräfte Fax und sagen wir Faz, und da ist die Stoßkraft F. Und natürlich gibt es da auch noch eine Gewichtskraft, Mg, da unten. Und jetzt ist das der Abstand zwischen A und S, das ist das kleine S. Ich muss jetzt die Bewegungsgleichung anschreiben. Denken Sie sich, das ist ein kleines S, nicht? Das ist der Schwerpunkt groß S. Der bewegt sich ja dann, wenn Sie sich vorstellen, da so rüber, nicht? Der beschreibt ja dann eine Kreisbahn. Der Schwerpunkt S auf der Drehbewegung Phi hat ja dann eine Beschleunigung XS, die ist ja gleich kleines S mal Phi 2-Punkt. Das ist ja die Umfangsbeschleunigung auf der Kreisbahn. S Phi Punkt ist die Geschwindigkeit, S Phi Punkt ist die Beschleunigung. Die Masse, aha, die habe ich ja, glaube ich, mit Groß M bezeichnet. Das muss ich da weg tun. Die Masse hier ist das große M, nicht? Vom Körper. Das große M am Anfang. Ja. Ich weiß, der schreibt so. Schauen Sie, der will ja gar nicht mehr. Der hat schon genug. Also. Dann heißt das jetzt Bewegungsgleichung für den Schwerpunkt. Großes M mal XS, oh Gott, entschuldigen Sie, machen Sie da oben zwei Punkte über das XS, weil das XS heißt ja S mal Phi, zwei Punkte ist die Beschleunigung. Ne? XS ist S mal Phi in erster Näherung, nicht für den ersten Augenblick auf der
mxs 2 Punkt ist gleich der Kraft F plus der Kraft FAX. Der Schwerpunkt bewegt sich jetzt so, als würden alle Kräfte in ihm angreifen. Das ist ja der Schwerpunktsatz, den wir schon einmal für das System von Massenpunkten aufgeschrieben haben, aber er gilt natürlich auch für den Körper dann. Während in der senkrechten Richtung steht FAZ ist MG. Nicht? Die Vertikalkomponente der Auflagekraft, die muss ja nur das Gewicht halten. Und jetzt, da wird er beschleunigt drüber. MXS 2 Punkt. Und außerdem gilt der Drallsatz, dass, das haben wir ja aufgeschrieben, Theta A Phi 2 Punkt gleich ist F mal A. Bitte? Ja, du müsstest negativ rauskommen, nicht? Eigentlich ist klar, es wird in die andere Richtung gehen. Ja. Und wenn man jetzt sagt, um das FAX auszurechnen, nicht? Aus diesen drei Gleichungen, möchte ich jetzt das FAX ausrechnen, dann kann ich sagen, das F nehme ich von da, das F ist gleich Theta A, nein, ich nehme das F nicht von da, also sollte ich, lass uns überlegen, das F nehme ich überhaupt nicht, ich nehme das Phi 2 Punkt von da. Also ich möchte das FAX, gesucht ist FAX und dann steht da ist gleich M XS 2 Punkt S Phi 2 Punkt minus F. Für Phi 2 Punkt setze ich jetzt von da ein. Dann steht, ist weiter gleich M mal S mal F mal A durch Theta A minus F. Also das FAX, Sie sehen, ist proportional eigentlich der Stoßkraft. F, die kann ich da rausheben, dann steht M mal S mal A, also die Masse meines Körpers mal S mal A durch Theta A minus 1. Oder wenn ich jetzt für das Theta A MIA Quadrat schreibe, dann habe ich F mal S mal A durch kleines IA zum Quadrat minus 1. Würde ich da jetzt das Zeitintegral bilden, nicht? Dann hätte ich, wenn ich integriere über die ganze Stoßzeit, dann habe ich da den Stoßimpuls im Auflager. Der Stoßimpuls im Auflager aus dem Zeitintegral von 0 bis Ende FAX dt. Das sei mein SAX, nicht? Und dieses SAX ist dann gleich, wenn ich das integriere, sehen Sie, da steht 1 plus Epsilon, das ist das Integral über das F, 1 plus Epsilon S1, das S1 haben wir ausgerechnet, mal S mal A durch IA Quadrat minus 1. Das heißt, dass nachdem dieser Stoßimpuls sehr groß ist, das S1 ist ja an sich riesengroß, wird das SAX auch sehr groß sein. Aber wenn der Faktor klein genug ist, dann ist das SAX klein. Und im Grenzfall, dass ich den zu 0 mache, wird das SAX 0. Das heißt, ich habe dann keine Stoßreaktion im Auflager. Und dazu muss ich also den
Stoßpunkt oder den Aufhängepunkt meinetwegen so wählen, dass S mal A gleich ist dem IA Quadrat. Also wenn ich ein Pendel habe mit vorgegebener Schwerpunktlage, frage ich, wo soll ich da jetzt das Pendel auftreffen lassen, wenn ich da irgendeinen Schlagversuch mache, dann heißt das, ich muss die Höhe A so wählen, dass sie gleich IA Quadrat durch S ist. Dann ist das Ganze stoßfrei gelagert. Und man nennt diesen Punkt dann quasi den Stoßmittelpunkt, wenn also diese Beziehung da eingehalten wird. Man könnte das Ganze noch ein bisschen verschönern, indem man sagt, mit Hilfe des steinerschen Satzes könnte man sagen, S mal A. A ist dann der sogenannte Stoßmittelpunkt. Also, wenn ich sage, ich habe die freie Wahl, wo sozusagen lasse ich denn das Pendel auftreffen, nicht? Dann muss ich das A entsprechend wählen, dass da oben keine Stoßreaktion auftritt. Wenn man die Gleichung nun anschaut, S mal A ist IA Quadrat, S mal A ist IA Quadrat, dann kann ich für IA aus dem steinerschen Satz, wenn Sie schauen, da steht, ist IS Quadrat plus S Quadrat, glaube ich. Das ist der steinerschen Satz. Und jetzt nehmen wir da das Pendel her, dann ist da das S und da das große A und frei ist noch der Stoßpunkt B. Dann, wenn Sie IS Quadrat ist S, das war das kleine S. Irgendwie ist mir das jetzt nicht. Ich habe es halt da eingezeichnet. A Quadrat. Warten Sie mal. A Quadrat S mal A. Achso, nein, das sehe ich schon. A Quadrat. Ist das nicht der Pythagoras? Sehen Sie, wenn ich sage S Quadrat, ich trage da das IS auf, dann ist das IA Quadrat. Ah, das ist die schöne Geometrie, immer nicht vom Pythagoreisch. IA Quadrat ist S Quadrat plus IS Quadrat. Und wenn Sie jetzt da rechten Winkel machen, rechten Winkel, dann ist das das S und das Ganze müsste dann A sein. Weil im rechtwinkligen Dreieck gilt, das Produkt aus Hypotenuse mal Hypotenusenprojektion ist das Quadrat der Katheter. Ah ja, gut. Er ist der Höhensatz bekannt, IS Quadrat ist das mal dem, nicht? Produkt der Kathetenprojektionen ist das Höhenquadrat, aber gut. Das ist sozusagen dann die reduzierte Pendellänge, nicht? Das wäre der Stoßpunkt B. Dort muss ich stoßen, damit das auf Lager A stoßfrei ist.